Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE-Kanal. Heute werden wir wieder was kochen, natürlich wieder mit Kochmütze. Diesmal habe ich mal ein bisschen Modell gemacht, ein bisschen so zur Seite. Aber was kochen wir denn heute? Wir kochen heute wieder Pilau. Ihr wisst ja, Pilau geht schnell. Diesmal auch wieder mit Weizengrütze und grünen Linsen. Ja, nicht wie Schächtelerle Pilau wie letztes Mal, sondern diesmal mit grünen Linsen. Und wie das alles gemacht wird, wenn ihr dran bleibt, dann werdet ihr es erfahren. Alles nach dem Intro. So Leute, unsere klassische Art wieder, was alles reinkommt. Die drei Zutaten, die kommen rein, Wasser und Gewürze und das ist alles. Ja, wie das alles geht, machen wir gleich. Hallo Leute, da bin ich wieder. Diesmal Werbung in eigener Sache. Ihr wisst doch, ich habe noch einen Fanshop www.mehmetoe.de. Da gibt's Fanartikel. Aber jetzt, Valentinstag steht vor der Tür, habe ich eine neue Tasse kreiert. Und zwar sieht die so aus. Liebe, treu, klug und schön. Wer kann das sein? Natürlich deine Liebste oder Liebster. Und dann der Spruch eben halt, meine Linie führt zu dir. Ist das ein Spruch, Leute? Ist das eine Tasse? Das könnt ihr kaufen als Geschenk für Valentinstag. So, jetzt aber weiter mit dem Film. Bis später. So Leute, da bin ich wieder und jetzt geht's los. Wir nehmen ein Glas Bulgur, das heißt Weizengrütze, und ein Glas diese grünen Linsen. So sehen die übrigens aus. Und wir nehmen natürlich Wasser. Ich habe jetzt hier 1 Liter, aber wir messen ja ab. Warum messen wir ab? Letztes Mal hatten wir ja gesagt, 2,5 Gläser Wasser und ein Glas Bulgur hat genau gepasst. So, jetzt haben wir 2. Und wenn wir das hier 2,5, ja, also 1 Liter Wasser müsste reichen. Wenn wir nachher sehen, der braucht noch ein bisschen mehr, weil ich weiß nicht, wie die Konsistenz hier von den Linsen sind, dann schauen wir gleich mal und dann können wir noch weiter zugeben. So, Wasser haben wir schon mal drin. Dann haben wir hier unsere Bouillons. Ihr könnt entweder Rinderbouillon nehmen oder, wie ich das immer gerne nehme, diese Hühnerbouillon. 2 Stück mal da rein. So, und dann lassen wir es aufkochen. Wenn es anfängt zu kochen, dann kommen unsere Bulgur und so ins Spiel. Wir nehmen mal heute den hier. So, unsere Bouillons sind aufgelöst. Jetzt probieren wir natürlich mal, ob das schon mal... Ein bisschen Salz fehlt noch. Deswegen nehmen wir Vegeta. Unser Allround-Würzer. So ein bisschen mal umrühren. Das wird ein ganz köstliches Essen, Leute. Wenn es einmal anfängt zu kochen, dann geht es richtig ab, geht es ratzfatz. Unser Bulgur kommt jetzt einfach hier so rein. Und hinterher kommt sofort unsere grüne Linsen auch da rein. So. Jetzt warten wir, bis es anfängt zu kochen und so langsam Wasser sich entzieht. In der Zeit machen wir Pause. So Leute, wir machen mal ein Update. Ja, seht ihr, Wasser ist noch drin, aber der zieht schon so langsam Wasser an. Dann warten wir mal noch ein bisschen. In der Zeit können wir schon die Zwiebeln und so schneiden, weil hier kommen nachher noch mit Öl Zwiebeln rein. So, den rühren wir mal ab und zu mal hier. Ja, der zieht schon sein Wasser. In der Zeit können wir schon die Zwiebeln klein machen.
Die werden einfach hier so in Würfel, ja, auch am besten fein. Das gibt dann eine besondere Note an Geschmack nachher. Wir machen ja auch einen Salat hier dazu noch, einen ganz speziellen Salat. Nicht so wie ihr den kennt, sondern ich sage mal einen flüssigen Salat dazu. Ja, Sulusalata. Wenn ich jetzt wieder sagen würde, das machen wir alles in Antep nur, werdet ihr sagen, gibt es eigentlich in Antep nur Essen. Aber das stimmt wirklich, Leute. Die Küche von Gaziantep, könnt ihr mal gerne googeln, ist einzigartig. Ja, ganz viele Gerichte kommen aus Gaziantep. So, unsere Zwiebeln sind auch schon fertig. Die wollte ich eigentlich erst da rein tun. Aber können wir auch schon direkt in die Pfanne tun. So, mehr kommt da gar nicht rein. Und nachher noch Tomatenmark, Paprikamark und sowas alles. Ja, der zieht jetzt schon richtig an. Das ist sehr gut. Das wird wieder ein leckeres Essen, Leute. So, ich bereite schon mal Pfanne und Öl vor. Tu die Kamera andere Seite. Bis gleich. So, es geht weiter. Den haben wir jetzt mal auf kleine Stufe gestellt. Können wir auch nochmal ein Update drüber machen. Ich wiederhole mich ja immer gerne, weil ich bin wirklich verliebt in diese Töpfe. Die sind wirklich super. So, Pfanne haben wir drauf. Normalerweise macht man das mit richtigem Olivenöl. Aber ich habe festgestellt, ich habe kein Olivenöl mehr. Dann mache ich einen auf Harakiri, wollte ich gerade sagen. Nicht Harakiri, Ratatouille. Ich habe hier reines Pflanzenöl. Ja, so ein bisschen Pflanzenöl. Dann packen wir den mal hier wieder weg. Wo kommt der hin? Ich weiß noch nicht mal, wo die hinkommen. Hier irgendwo. So, und Butter, ja, so ein bisschen Butter kommt auch noch hinzu. So, das müsste reichen. Butter kann auch wieder weg an seinem Platz. So, dann brauchen wir ein bisschen Salcha, Paprikamark. Und dann noch unsere Gewürze. Die tue ich mal hier hin erstmal. Vegeta haben wir schon gerade gehabt, weil gut. Pfeffer brauchen wir. Pfeffer, Paprika, Pulver und auch nochmal feinen Paprika. Den benutze ich immer gern. Der gibt immer so schöne Farbe, dass es rot wird, rötlich wird. Weil der hier, der ist jetzt ja weiß. Ja, der ist doch schon super geworden. Es gibt natürlich auch verschiedene Arten. Jeder Koch, jeder Mensch macht das anders. Ja, wenn mein Vater das wieder sieht, der wird wieder bestimmt sagen, oh, warum hast du das so gemacht? Du hättest auch die Manjimek vorher noch kochen müssen und und. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, so geht's auch. Ja, so, den machen wir jetzt mal schon mal ganz aus. So, Restwärme ausnutzen. Hier können wir schon unsere Zwiebeln reintun. So. Jetzt warten wir so ein bisschen, bis die Zwiebeln leicht bräunlich werden. Nicht schwarz werden lassen, leicht bräunlich. Und dann kommen unsere Zutaten, was wir hier noch haben, in den Öl mit rein und das Öl dann da rein, umrühren, dann ruhen lassen. In der Zeit, wo das ruht,
machen wir noch den Salat, aber diesen speziellen Salat. Mal gucken, ob mir das gelingt. Den habe ich schon lange nicht mehr gemacht. So, das dauert ein bisschen. Ich melde mich, wenn es anfängt, braun zu werden. So Leute, wir machen mal ein Update. Da wird schon langsam braun. Aber hier, das wollte ich euch mal zeigen. Guckt euch das mal an. Ganze Wasser ist weg. Nicht angebrannt oder so angebacken. Ja, hab geguckt, die Linsen sind auch schon weich. So. Ich stelle mal die Kamera eben zur Seite. Dann können wir hier den Rest, hier diese Zutaten hier alles da rein tun. Und dann sind wir fertig. So, jetzt kommt erstmal unser Paprikamark. So einen halben Löffel. Ja, halben Löffel, das müsste reichen. Einfach mal so da rein. Dann rote Paprika, ich weiß immer nie, wie der war, das auch schon Paprika oder Pfeffer. Dann Rosenscharf nennt er sich, aber das mache ich immer wegen der Farbe. Scharf ist es nicht. Und schwarzer Pfeffer. So, das können wir auch schon ausmachen hier. So, jetzt hier alles hier vermengen hier drin. Ja, nimmt schon richtig Farbe an, das ist gut. Jawohl. So, und das kommt jetzt gleich da rein. Finale! Jawohl! Hier nehmen wir jetzt noch, wo wir noch kein Öl haben, so ein bisschen vermengen das alles hier noch so ein bisschen. So. Und jetzt wird hier noch mal alles richtig. Ja, jetzt kommt wieder Farbe ins Spiel. Jawohl. Ja. Ich würde ja gern schon direkt probieren, aber dann ist noch richtig warm. Wir probieren nachher am Tisch. So, den machen wir jetzt zu. Der bleibt in seiner Restwärme hier noch so stehen. Ich räume hier so ein bisschen auf. Dann geht's an den Salat. So, wir brauchen für den Salat alles, was ihr so an Grünzeug da habt. Ich habe hier Gurke, eine Tomate, kleine Tomaten, weil die eine vielleicht zu wenig sein wird. Dann habe ich eine rote Paprika, Lauchzwiebeln und das war's erstmal. So, ich schnibbel alles mal klein da rein. Und dann sage ich euch, wie der Salat gemacht wird. So Leute, ich habe schon alles klein geschnipselt, könnt ihr sehen. So fein wie möglich. Das kommt jetzt gleich da rein. Und dann geht es weiter. Wartet auf mich. Leute, ich habe noch Pfefferminz gefunden. Frischen Pfefferminz. Den mache ich auch nochmal ganz klein hacken. Dann kommt er da rein. Und dann kommt der Endspurt mit der Soße. So Leute, der lang ersehnte Moment ist gekommen. Und zwar nehmen wir eine Zitrone. Könnt ihr ruhig alles reintun. So eine Hälfte Zitrone. So, nachdem wir die Zitrone reingetan haben, haben wir hier noch ein bisschen Salsa. Geht auch Tomatenmark, aber ich habe hier nur, damit das ein bisschen rötlich ist, so ein bisschen, nicht viel.
Ihr könnt auch Tomaten passieren oder passierte Tomaten nehmen, aber das macht man eigentlich sehr ungern. Was ganz wichtig ist, das ist diese Nareschkisse. Und zwar ist das Granatapfelsirup. Ja, den können wir auch hier so reintun. Den gibt es normalerweise auch portioniert. Das ist jetzt von Chiköf, da habe ich einfach mal abgeschnitten. Ich hatte nichts mehr. Den gibt es aber auch so in der Flasche, dass man das so portionieren kann. So, dann haben wir Sumak. Ja, nicht so viel. Ein bisschen Sumak rein, damit das schön... Jetzt haben wir schon fast Zitrone haben wir drin, Sumak haben wir drin. Ist schon richtig zitronig. Sauer meine ich. So, dann haben wir Salz. Bisschen hier rein. Wir können aber auch hier ein bisschen noch rein tun. So, was fehlt noch? Und wir nehmen ein bisschen Öl. So. Jetzt wird das alles hier so ein bisschen vermengt. Ich habe so eine kleine Schüssel, sage ich schon, so eine Schale genommen. Normalerweise ein bisschen mehr. Eine größere Schüssel oder eine Schale, weil hier kommt jetzt noch ein bisschen Wasser. Ich tue mal ein bisschen Wasser drauf. Moment. So, wir können das aber auch gleich Wasser noch in den Salat noch reintun, extra. So, hier hatten wir ja auch schon Salz drin. So einen Salat habt ihr bestimmt schon lange nicht gesehen oder gegessen. Die aus Antep kommen bestimmt. So, und das kommt jetzt hier einfach hier rein. Und zwar nennt dieser Salat sich eben halt Löffelsalat. Kaschiksalatasse. Ja, ein bisschen können wir noch... Ein bisschen Wasser tun wir noch rein. Im Sommer ist das ein Genuss, Leute. Da tut man auch noch sogar Eiswürfel hier noch rein. Dann kann man das zu jedem Essen einfach so verspeisen. So, unser Salat, unser Löffelsalat ist fertig. Natürlich probieren wir erstmal. Salz fehlt noch. Aber ich schmecke schon die Zitrone raus. Dann hier den Rest hier von der Granatapfelsirup tun wir auch noch mal ein bisschen mit rein. So. Fertig ist unser Salat. Wir sehen uns gleich, wie gewohnt, am Tisch zum Essen wieder. Bis gleich, Leute. Aber bevor wir am Tisch gehen, wollte ich euch noch mal zeigen, wie das hier drin aussieht. Ein Update. Seht ihr? So schön körnig, da klebt nichts. Ja. Mir läuft jetzt schon Wasser im Mund zusammen, Leute. So, jetzt aber zum Tisch. So Leute, herzlich willkommen am Tisch. Hier ist die Überraschung. Was ist hier drunter? Unser Pilau ist fertig, Leute. So sieht's aus. Ich habe noch Tzatziki dazu gemacht, Djajik. Ihr wisst, wie das gemacht wird, hatte ich in den anderen Videos euch schon mal erzählt. Und das ist hier unser Salat, den wir ja mit einem Löffel essen. Löffelsalat. Ayran, wisst ihr auch, wie das gemacht wird. Oben ist der Link und unser Pilau, den würzen wir jetzt erstmal. Das halt hier, zum Glück habe ich Mikrofon, Leute. So, auf jeden Fall kommt da mein Pfeffer und dann noch ein bisschen scharf natürlich. So, ihr habt jetzt die Möglichkeit, so zu essen, einfach mit einem Löffel, ganz vornehm. Wenn ihr Salat mögt, mit Löffel. Passt ideal dazu. Oder ansonsten
mit Tzatziki. Leute, köstlich. Ich wünschte mir, ihr wärt hier und hätten wir gemeinsam mal gegessen. Und dazu natürlich Ayran. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wenn ihr so ein Brot habt, in Antep essen wir das gerne so, dann könnt ihr auch so auf die richtige türkische Art einfach mal so die Backen mal voll machen und natürlich Tzatziki hinterher. Ich glaube, mit Tzatziki schmeckt das besser als traditionell mit Löffelsalat. So. Aber ich muss es probieren, damit ihr auch sehen könnt, dass es mir schmeckt, was ich gemacht habe. Weil die Kinder, die stehen schon bereit, die wollen natürlich auch essen. Ich hoffe, ihr kocht es nach und esst dann auch mit euren Kindern, mit eurem Freund, Freundin, Vater, Mutter, wie auch immer. Wenn ihr das Abonnieren nicht vergisst, dann würde ich mich freuen. Glocke natürlich auch aktivieren, damit wir beim nächsten Mal wieder gemeinsam zusammen kochen können, wenn es heißt, Mehmet Oe ist wieder am Kochen. So Leute, bleibt weiterhin gesund, bis wir diese Pandemie-Geschichte hinter uns bringen. Bis in einem anderen Video, entweder auf den anderen Kanälen oder hier auf Kochschule Oe. Ciao Leute!